Servus Leute, willkommen zurück zu Super Castlevania 4. Jetzt wird es hier langsam immer übler, wie man hier merkt. Überall Todesfallen und Säure. Kann die mich verletzen? Ja, kann sie. Da fällt Simon, da tropft nur Säure von der Decke. Oh, kann Säure mich verletzen? Natürlich kann Säure dich verletzen. Komm her, du dummes Auge. So. Da ist leider nichts. Wir haben kein Power-Up. Das finde ich gar nicht mal so gut. Nein, nein, nein. Böse Statue. So, einmal kurz hier hingehen. Sie hat mich trotzdem getroffen, weil die Säure mir auf den Arm getropft ist. Nun schwingende Hackebeile. Es sind keine Hackebeile, aber trotzdem. Oh nein. Ja, und ich weiß, die Stacheln haben mich getroffen von einem anderen Teil. Das war natürlich Instant Death. Wie es ja logisch ist. Wow! Ich sollte nicht so Riskantheitszeug machen. So, nein, nicht in die Säure rein. Wahrscheinlich werde ich hier jetzt ein paar Mal Game Over gehen. Sehe ich jetzt schon. Oh nein, nicht das Auge! Du dummes Teil! So, und ohne Power-Up kämpft sich's natürlich gar nicht gut. So. Und weiter geht's hier. Toll, das letzte Geschoss trifft mich. So, jetzt ganz langsam. Nicht von dem Teil da erwischen lassen. Nein! Ja, klar. Hau mir eine Axt ins Gesicht. Ja, unten oder oben? Unten oder oben? Ich gehe zuerst unten lang. Ich hoffe, es war kein Fehler. Eine Axt. Natürlich war es ein Fehler. Weil zwei Augen und eine Statue mir auf den Sack gehen. Und ein Ritter. Wer kennt sie nicht, die berühmten Ritter, die einen ständig auf den Sack gehen? Und die Augen, die nervigen. So. Zumindest bin ich jetzt das Auge los. Oh nein. Hau ab. Danke. Ich habe kaum noch Lebensenergie. Nur mal so ganz nebenbei. So. Nein, kein Auge. Sorry, kein Auge wollte ich sagen. Nein! Nein, 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 nein. Ich bin tot. Continue. Oh, man merkt, dass ich mittlerweile nichts mehr von diesem Spiel weiß. Was ich immer wieder betonen kann, sehr, sehr gut ist, denn man ist das Spiel ja blind. Und mittlerweile merkt man nicht, dass ich dieses Spiel schon mal gespielt habe. Was aber nicht hochgeladen werden durfte. YouTube buggt. Naja, was soll's. Lassen wir den Scheiß aus der Vergangenheit links liegen. Vor allem heutzutage ist YouTube sowieso sehr, sehr schlecht drauf. Von wegen allen möglichen Scheiß meint sie jetzt das Urheberrecht einschalten zu müssen. Und wegen noch so Kleinigkeiten meint sie schon Urheberrechtshinweis. Bla bla, du hast Dummheiten gemacht. Was auch immer. Nein, 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 nein. Dieses Mal gehe ich gleich oben lang. Unten ist zwar die Axt, das weiß ich, aber... Nein! Du Scheißauge, ich hasse dich. Drecksteil. Aber diese Musik hier, die ist wenigstens schön... Nein, jetzt. Stimmungsvoll. Nein, Augen. Ich hasse Augen. Ich selber habe auch keine mehr, ich bin blind. Kann ich darüber? Schaffe ich es? Ja, 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 er bekommt Schaden. Nein! Ich hab's gesehen und denke mir, springen wir mal rein. So, zur Strafe musst du da oben einstecken. Und du auch. So. Volle Leben, mehr als genug. Versuche. Nice. Das ist überhaupt nicht nice. Schnell! Danke. So, jetzt da hoch. Wow, das war wieder knapp. Oh, 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 oh. Zeitstopp. Könnte ich brauchen? Kann ich damit die ganzen Fallen anhalten? Nee, natürlich nicht. Na! Kann die nicht in einen anderen Rhythmus fallen, verdammt. Ach, von hier. Also, mit Gnade ist in diesem Level jetzt nicht gespart worden. Wow, das war knapp.
Warum mache ich so riskanten Scheißdreck? So, längere Peitsche. So. Jetzt werde ich dieses Level hoffentlich schaffen. Dieses Level schaffen, rede ich da. Au! Ich hab die Stage nicht mal richtig angefangen und schon will ich sie loswerden. Aber diese Stage ist cool, sie ist herausfordernd. Ich glaube, jetzt wird Castlevania endlich mal zeigen, was es so drauf hat. Im Sinne von, es ist unfair, es ist bösartig, es hat den Instant Death erfunden. Was eigentlich gar nicht so war, denn Instant Death gab es schon immer, überall. Sogar in Super Mario. Einfach so in die Schlucht fallen. Instant Death, lalala. Ich hasse euch Augen. Aber diese Musik gefällt mir sehr gut. Nein! Leckt mich alle. Nein! Shit! Ich war zu nahe. Und wieder hier, lalala. Da, Lederpeitsche, hast du davon. Diese Stage gefällt mir, weil ich daran verrecke. Das ist gut, weil dadurch bekommt es eine Herausforderung. Es bekommt so einen Geschmack, den es haben soll als Castlevania-Spiel. Denn ich habe ja Castlevania 1 Let's Played. Das Let's Play wird allerdings auf dem Zockersofa hochgeladen, wo ich zurzeit nicht reinkomme, was schade ist. Was wahrscheinlich an meinen technischen Defekten liegt. Aber nun gut. Und Castlevania 1 war absolut keine Herausforderung für mich. Denn ich bin in diesem Spiel durchgerusht. Wie man so schön sagt. Nein! Kein Auge. Und deswegen finde ich es schön, dass dieses Spiel mir mal so richtig in den Arsch tritt und zeigt, dass Castlevania das, was es ist, nämlich schwer. Vor allem das war total unfair, dass ich jetzt wieder runtergefallen bin. So. Ich Trottel bin genau reingesprungen. Das war etwas zu früh. Zwei Leben noch. Wahrscheinlich werde ich in diesem Video jetzt ausnahmsweise nicht zum Endgegner kommen. Ey, ich habe die Spinnen sowas von getroffen. So, jetzt komm her. Da. So. Wenn ich mehr Special-Waffen hätte, könnte ich sie natürlich auch gut nutzen. Aber das Problem ist, ich habe keine. So. Ja. Was würde ich jetzt nicht alles darum geben, Halo 3 oder Banjo-Kazooie und Banjo-Tooie Let's Playen zu können? Kann ich leider nicht, weil mein Videograbber ist leider nicht in der Lage, ein Xbox 360 Spiel aufzunehmen. Also sprich, fällt Halo 3 vorerst ins Wasser. Und Banjo-Kazooie und Banjo-Tooie kann ich erst aufnehmen, wenn Donkey Kong 64 beendet ist. Was dann wahrscheinlich auch der Fall sein wird. Was meine zukünftigen Projekte betrifft, werde ich wahrscheinlich nach Golden Sun auch noch Tales of Phantasia aufnehmen. Nein! So, komm her. Warum treffe ich dich nicht? Ich habe Angst vor den Stacheln. So. Und schnell rüber. So, einmal das. Ja, jetzt sieht es besser für mich aus, wenn ich den da töten könnte. Danke. Und jetzt bist du dran. So, fast volle Energie. Das war total dreckig. Und wieder hier. Lalala. Naja, was soll's. Ich schaff das schon. Ein Wolf gibt nicht auf und Uncle Wolf erst recht nicht. Ich lass mich nicht besiegen von keinem Spiel der Welt. Zumindest von keinem Spiel, was ich bisher kenne. So, lästige Augen können mich mal kreuzweise. Save States sind natürlich tabu. Ich hasse Save States, die können mich alle mal. Vorerst spiele ich ein Hack, gemacht von Guitarist Simon übrigens. Der heißt Mega Man 3 Cry Out. Das ist so ein harter Mega Man Hack. Da verwende ich vorerst zumindest auch keine Save States. Ich bin mal gespannt, wie lange das so bleiben wird.
aber wahrscheinlich hat sich da der Gitarist-Simon noch irgendetwas Schönes ausgedacht, wie er mich leiden lassen kann. Ich kenne ihn und seine Art. Er ist ja auch selber so drauf, dass er sich selber quält in Videospielen. Und das Auge da oben nervt jetzt gewaltig. Wenn es mal abhauen könnte, wäre ich auch froh. So. Und schnell rüber. Jetzt das Auge. So. Hau ich meinetwegen 30 Mal drauf. Nein! Nach oben! Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Moment, Axt! Hehehehe! Schmeckt den! Jetzt gehe ich kein Risiko ein. So. Dann hier hoch und darüber. Das einsammeln und jetzt kein Risiko und leben! Das gefällt mir natürlich sehr gut. Moment, ich war auf dem letzten Leben. Habe ich gar nicht gesehen. Gut, dass ich jetzt zwei habe. Ich habe übrigens auch eine Axt. Sehr schön. Okay, Timing. Ich stelle mich jetzt lieber rauf. Ne, ne, ne. Moment, wie komme ich da durch? Ja, so. So, Messer. Ich will ein Messer. Ein Messer ist göttlich. Augen sind scheiße. Komm her. Es hat Schiss. Kann ich durchaus verstehen. Ich hatte auch Angst vor Simon Belmont. Jetzt komm her, verdammt. So. Wie oft habe ich... What? Wie oft habe ich daneben geschlagen? So, da oben an der Decke. Oh nein, nicht du. Dich hasse ich ja so ein bisschen. So. Da ist noch so einer. Ein bisschen auspeitschen. Ich hoffe, man hört meinen Controller nicht zu sehr. Oh nein, Fledermäuse ist tot. Das ist halt die schlimmsten Gegner. Mal ganz im Ernst. Schlimmer als Fledermaus geht nicht. So, irgendwo Fleisch für mich. Jawohl. Das gefällt mir nicht. Ja, deswegen. Nein, 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 nein. What the fuck, macht das Schaden? Und ich habe kein Kruzifix, Mann, habe ich Schaden bekommen. Scheiße. Enormer Schaden. Enormen Schaden genommen und das für nix und wieder nix. Und Kruzifix habe ich auch keins bekommen. Medusas. Was wäre da drin? Ein kleines Herz. Nutzt mir gar nichts. So, dich da unten mache ich so kalt. Oh Mann, jetzt muss ich hier sowas von langsam vorgehen. So, nein! Ein Lebenspunkt. Ein einziger. Ich muss so weit kommen wie möglich. Nein. Okay, jetzt bin ich hier. Ich hoffe, es ist so ein Zwischensave-Punkt. Aber diese Treppe, das sieht sehr komisch aus. Nee. Ich brauche einen anderen Zeitpunkt. Jetzt. So, zwei Herzen. Komm schon. Irgendwo Fleisch für mich, das wäre jetzt zu schön, um wahr zu sein. Nein! Ich wäre gestorben, hätte ich die Unverwundbarkeit nicht gehabt. Okay, vielleicht ist da unten Fleisch drin. Ein Kruzifix, auch sehr nice. Na! Okay, da oben sind wieder die Stacheln, ich habe sie schon gesehen. Eins, zwei. Und drei. Da ist wieder Säure. Nein! Meine Todfeinde, die Augen. Ich habe gewusst, dass ein Auge mich töten wird. Ich starte hier mit meinem letzten Leben. So, ich hoffe mal, dass ich jetzt einigermaßen durchkomme. Beweg dich, beweg dich! So, das, das, das. Das, längere Peitsche. Das war dumm. Wiederbelebung, sage ich schon. Und Verwundbarkeit. Da unten ist Kruzifix. Sehr nice. Säure überall. Ein Skelett, welches mir guten Tag sagen will. Ich ihm aber nicht. So, einmal da. Einmal da. Einmal da. Einmal Ramadan. Was ist ein Ramadan noch schnell?
Nein! Nur gut, Messer ist auch nicht schlecht, aber Kruzifix ist besser. Oh Mann. Das wird übel. Oh, jetzt muss ich Skill beweisen. Ja, Fleisch ist schon mal sehr nett. Ich wette, wenn ich aufstehe, ist das Instant Death. So, wow, das war auch knapp. Oh nein. Ich gucke zuerst hier nach. Nein, 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 nein. Du kannst gleich wieder weggehen. Lebensenergie, ist hier noch was? Nein, natürlich nicht. So. Okay, abwarten. Beeilen! Danke. Will ich das riskieren? Will ich so dumm sein? Nee, will ich nicht. Okay, Boss. Draufhauen. Ich muss ihn Lebenspunkte abziehen. Nein! Jetzt sind es zwei. Ja klar, war ja von Super Castlevania, Castlevania 1 oder so. Mann, war das ein Weichei. Der konnte ja überhaupt nichts. Yeah! Epische Siegespose! Eigentlich wollte ich eine Stage pro Part, ein Part pro Stage, aber... Obwohl ich in dieser Welt jetzt ein paar Mal mehr gefehlt habe, bin ich relativ gut durchgekommen. Oh nein. Oh nein. Mein Hirn erinnert sich dunkel an etwas, was mir damals im Let's Play oft genug passiert ist. Oh, das liegt aber schon über ein Jahr zurück. Oh, leck mich doch, Fledermaus. Ja. Ah! Oh nein! Mir geht es gerade nicht so gut, weil ich mich dunkel an etwas erinnere. Oh nein. Damals im Let's Play hing ich hier ewige Zeiten fest. Damals noch mit meinem Dialekt und so aufgenommen. Nein! Na nun gut. Nein, verschwinde! Er hat mir trotzdem noch... Warum? Einer draufgehauen. Okay, ich bin sowieso gleich tot. Das gilt jetzt nur mehr als Erkundung. Toll. Obwohl, jetzt bin ich Game Over. Nun gut. Dann würde ich sagen, wir sehen uns hier das nächste Mal. Oh, der Hintergrund bewegt sich weiter. Das ist auch sehr nice. Dann würde ich sagen, wir sehen uns hier das nächste Mal wieder bei Super Castlevania 4. Bis zum nächsten Mal. Pfiat euch.